So, komm, mein werter Sebastian, immerhin geht's um deine Schwester. Wir müssen ein Relikt finden, um sie von ihrem Fluch zu heilen. Warum leuchten hier auf einmal Fackeln? Wir wissen es nicht. Aber in diesen Katakomben, in diesen düsteren... Mir wird klar, was Slytherins Schüler an diesem Ort so fasziniert hat. Ja, mir auch. Hier ist dreckig. Genauso wie der Charakter eines Slytherin-Schülers. Was höre ich da? Ach, Spinnen, natürlich wieder Spinnen. Immer sind es Spinnen. Leviosa und Accio und Plauzi und Bombarda. Was willst du denn du von mir? Jede Spinne ist einmal dran. Plauzi, hier hast du eine Vase. Und hier hast du einen Stein. Und hier hast du noch eine Vase. Haha, noch eine. Hilfe. Sag mal, was macht die denn hier? Ach, hier. Geh doch einfach mal nach Hause. Ja. Deckung, junger Mann. Deckung, junger Freund. So. Mensch, jetzt habe ich den Sebastian getroffen. Der stand aber auch die ganze Zeit im Weg. So, weißt du was, mein Freund? Mord und Totschlag. Jawohl. Gleich noch mal, komm. Lauts auf die Spinne drauf. So. Sag mal, wie viel gibt es denn hier? Ach hier. So, war's das? Würde sagen ja. Lang dachte ich, das hört nie auf. So, erstmal hier die ganze alte Magie einsammeln. So. Aber mit dem guten Sebastian als Tank ging das eigentlich ganz gut. So. Revelio. Haben wir irgendwas verpasst? Nein. Da hinten liegt noch was. Schnöder Mammon. So, was haben wir hier? Nochmal ein Spinnen... Was? Ein Spinnenfangzahn. So, ich muss mich mal angewöhnen, hier auch vielleicht ein paar andere Dinge zu verwenden. Vielleicht den Verwandlungszauber und die unverzeihlichen Flüche. Und hier diese da, also ich bin noch etwas einseitig unterwegs, aber die Gewohnheit ist ein starkes Tier, nicht wahr, Sebastian? Rebellion. Sackgasse, na toll, alles umsonst. Nein. Gib noch nicht auf. Eben. Erstmal wird hier ordentlich gelootet. Was haben wir da? Ah. Tränke. So, dann gucken wir uns mal hier um. Was ist das denn? Eine verlorenes Relikt-Illustration. Aha. Da sind drei Skelette an einer Pyramide festgekettet. Interessant. Das Relikt birgt ungeahntes Potenzial. Seine Möglichkeiten können nicht nur der Welt der Zauberei von Nutzen sein, sondern der ganzen Menschheit. Aber das dunkle Opfer, das nötig wäre, um eine Funktion zu enthüllen, ist kein kleines. Bitte das Relikt nicht entfernen, bis wir mehr wissen. Sebastian, das Relikt, sieh nur! Da liegt's ja rum. Ist das möglich? Ja, durchaus. Erstmal sind die aber geplündert. So, haben wir noch was? Nein. So, Sebastian, was sagst du dazu? Der Eintrag und die Darstellung des Relikts. Es passt. Hier muss der Schüler das Relikt hinterlassen haben. Unglaublich. Endlich passt es zusammen. Wir haben es gefunden. Was glaubst du, bedeutet es, mit dem dunklen Opfer das Potenzial des Relikts zu enthüllen? Keine Ahnung, aber wir sind wegen des Relikts hier. Ja, ich bin dafür, dass du es angrapscht. Dann sehen wir, was das dunkle Opfer denn so ist. Egal, was im Tagebucheintrag steht. Wir nehmen uns das Relikt. Genau. In Ordnung. So soll es sein. Also du nimmst für es. Für Anne. Für ich Anne. Nehme es. Du nimmst Bring es. Bring mir es nach Feldkraft. Genau. Grapsch es ruhig ich an. Ich muss das Relikt geheim halten. Hat er schon. Vor allem vor meinem Onkel. Wer ist das, Sebastian? Ist das... Ominous? Wie ominös.
Ist Ominous nicht von Slytherin? Die Geräusche, die wir hörten, das warst du. Ich hatte keine Wahl. Ich musste euch folgen. Ich geh mal ein bisschen zurück. Wir können Ernst sicher auch anders helfen. Es tut mir leid, Ominous, aber ich nehme es. Das machst du nicht. Wenn du es nicht zurücklegst, mache ich es. Hört auf, alle beide. Bitte, Sebastian, jetzt beruhige dich. Gut, aber Ominous weiß, dass ich vor keinem Kampf zurückschrecke. Ja, klärt das untereinander. Ich gucke zu und der Gewinner hat meine Gunst. Wie viel hast du mit angehört? Alles. Ich habe gehört, dass du Sebastian ermutigt hast, das Relikt zu nehmen. Ich? Nein, Sebastian, ich bin unschuldig. Sebastian hat an alles gedacht. Er weiß, was er tut. Sebastian lässt die Dinge einfach klingen, auch wenn sie unmöglich sind oder gefährlich. Wir müssen ihn aufhalten. Und wenn nichts seine Meinung ändern wird? Es muss etwas geben. Ich brauche deine Hilfe. Wem helfe ich denn jetzt? Wir können mit Sebastian reden. Ich kann dir nicht helfen. Sebastian hat recht. Ach, Sebastian mag ich eh nicht. Du hast recht. Das scheint alles viel riskanter zu sein, als Sebastian denkt. Gut, wir sind uns einig. Wir lassen nicht zu, dass er das Relikt mitnimmt. Ich glaube, wir sollten mit ihm reden, aber ich befürchte, es hält ihn nicht davon ab, das Relikt zu nehmen. Was schlägst du vor? Ich schlage vor, wir verhandeln. Wir lassen Sebastian das Relikt unter einer Bedingung mitnehmen. Danach ist Schluss. Ich dachte, darauf hätten wir uns im Skriptorium geeinigt. Du verkaufst mich doch für dumm. Tu ich nicht, Ominous. Es könnte das Einzige sein, das eure Freundschaft retten kann. Vertrauen wir darauf, dass er weiß, was das Beste ist. Na gut, wenn ich ihm vertraue, vertraue ich auch dir. Die dunklen Künste wirken ungefährlich, bis es zu spät ist. Dann geht. Nehmt euer Relikt. Mehr sage ich dazu nicht. Ah, man nannte mich früher auch den Diplomaten. Ich bereue das nicht. Habt ihr gesehen, Sebastian, wie ich das gemacht habe? So, das wäre bestimmt zu einem Kampf gekommen. Ich habe meine Meinung nicht geändert. Ominous schon. Gehen wir. Was? Ominous? Ich erkläre es unterwegs. Habe ich das gut gemacht oder habe ich das gut gemacht? Natürlich war das ein... Das war alles bewusst gemacht und überhaupt nicht unbeabsichtigt. Was ist das? Ach, schon wieder Spinnen. Confringo! Kuckuck, ihr kleinen Lümmel. Hui! Haha! Wo kommen die eigentlich her? So, du auch ein bisschen. Da ist sie wieder, die andere. Ist aber sehr, sehr zäh, die Spinne. Haha, geblockt. Haha, nicht könnt ihr. Ist ja wie Tontaub schießen. Confringo. Allerdings sehr, sehr stabile Tontaub. Zurück. Böse Spinne. Schweb, mein Kleiner. Sag mal, wie lange muss man denn da drauf rumheizen? So, du kämpfst für mich, meine kleine Spinne. Und du? Nein. Kuzio. Und du verwandelst dich in eine Tonne. So. Interessant. So. Aua. Du willst nicht von mir. So, auch hinüber ihn. Jetzt haben wir es, oder? Nein, die da hinten lebt immer noch. Nein. Nein, ich hab die Wand getroffen. Das war's, oder? Ich möchte sagen, es war ein recht langer, epischer Kampf. So. Bin mir noch nicht mal sicher, ob wir hier überhaupt richtig sind. Sebastian, du hättest mich auch warnen können. Was ist das hier? Kann man hier durch? Man könnte, aber ich weiß nicht, ob ich will. So.
haben wir hier noch? Revelio. Ein paar Tränke, sehr schön. Da sind Spinnen hinter, aber da ist auch was anderes dahinter. Okay, jetzt hat sie gleich zerrissen. Wo ist die Kiste da? Revelio. Brauchen wir nicht. Was ist das hier? Ach hier. Impulsum. Aha. Ein geheimer Gang. Revelio. Mit einer kleinen Kiste. Und einem nicht identifizierten Handschuh, nehme ich mal an. So, das war so eine kleine Probe des Sprüchewechselns, während ich gekämpft habe. Und ich würde sagen, es hat ganz gut geklappt. So, noch eine Truhe. Was haben wir da noch? Ein großes Fass. Mal Geld. Aha. So, aber hier wollten wir gar nicht hin. Augenscheinlich, sondern wir wollten raus. Und? Was habt ihr besprochen? Ominous und ich haben uns geeinigt. Ein Moment mit dir reicht also aus, damit Ominous seine Meinung ändert. Hm? Ich habe ihm gesagt, wir sollten dir diese Chance geben. Dass das Relikt so wichtig ist. Da muss doch mehr dahinter stecken. Sag es mir. Wir haben uns geeinigt, Sebastian. Du hast mein Wort. Wir haben uns darauf geeinigt, dass... Was ist das hier? Ach, ich sehe schon, was das ist. Hier waren wir doch schon mal. Moment. Revelio. Halt doch mal die Kuschen da hinten. Ich muss mich hier konzentrieren. Ach hier. Komm mal nicht ran. Ich brauche einen sicheren Weg hinüber. Ja, dafür brauche ich Knochen. Aber an die Knochen kommen wir nicht ran. Fällt's ja gleich runter, mein Freund. Revelio. Da unten liegt noch was. Wir brauchen Knochen, um hier raufzukommen. Ich bin mir nur nicht sicher, woher wir Knochen bekommen. Wir wollen aber eigentlich nur raus, oder? Verlasse die Katakombe, ja. Sebastian, wo bist du überhaupt? Da. Lässt mich mal wieder vollkommen alleine. So. Da ist noch eine... Ja, da kommen wir nicht rein. Mhm. Warum nicht? Revelio. Warum kommen wir da nicht rein? Ach, hier. Egal. Wir verlassen jetzt diese stinkige, stickige Katakombe. Was war das? Raus hier. So. Auf zu Sebastians Schwester. Die retten wir und dann bin ich seiner ewigen Dankbarkeit sicher. Kann er mir mal sein spärliches sind, Vermögen wollte vermachen. Wollte mich nicht mal ansehen. Das war seltsam. Er war aufgewühlt, Sebastian. Wir haben uns zwar geeinigt, aber das Ganze war nicht leicht für ihn. Ich dachte, er versteht es. Er wusste, wir können nicht aufgeben. Es ist viel zu wichtig. Für Anne. Ja, und jetzt? Jetzt kehre nach Felcroft zurück. Das machen wir. Dann nehmen wir einfach mal eine ganz dekadente... Nein, dürfen wir nicht. Okay, wir müssen zu Fuß gehen. Oh, da sind... Habe ich schon erwähnt, dass ich Malvenkraut brauche? Ganz dringend. Komm, Sebastian, keine Müdigkeit vorschützen. Ist er noch da? Ja. Wenn wir nach Felcroft kommen, sollte er nicht erfahren, was wir für dieses Relikt tun mussten. Sie denkt wie Ominous. Es würde sie nur betrüben. Was mussten wir denn tun? Ein paar... Oh, das sieht mir aus, als...
Oh nein, das ist nicht gut. Was ist los? Das weiß ich nicht. Hier brennt's. Bleib dort. Ärger in Feldcraft. Es wird angegriffen. Na, wir uns. Damit können wir natürlich ohne Probleme umgehen. Jawohl. So, da hat den ersten zerrissen, glaube ich. Kannst du einfach Vorsicht, Vorsicht. Wer von denen? Au, was kommt denn da? Deckung! Nein, nein! Auch, au! Böser Troll! Nein, nein! Hau! Nein, wirst du nicht! Ich hab mich in den Bäumen verheddert! Ich bin gleich soweit! Ich bin gleich soweit! Was ist das hier für ein Mist? Komm her! Haha! Was habe ich denn da gemacht? So. Das wär's. Das war ja einfach. Nee, da hinten sind noch welche. Du wirst bereuen. Ja, los, helft mir mal hier. Hier. Welcher von denen ist denn ein Böser? Ach, der ist ein Böser, okay. Blahutz. Oh. Nein, was ist das denn? Komm her, du. So. Haha. Lächerlich, wie einfach das war. Irgendwo muss noch einer sein. Was schießt du denn da? Auf den da? So. Was hat sie denn jetzt? Oh, N. Lass die Finger von ihr. Du, Goblin. Aha. Wie wir sehen, ist dieses Spiel durchaus kinderfreundlich. Aha. Junge! Oder wie wir halt nicht sehen. Ich habe Anne gerettet! Mit einem unverzeihlichen Fluch. Aus diesem verdammten Buch. Dein Vater würde sich schämen. Du bist zu weit gegangen, Sebastian. Bleib fern von ihr. Von uns allen. Was hat mein Onkel denn von mir erwartet? Der Imperius-Fluch hat Anne das Leben gerettet. Dieser Kobold hätte sie getötet. Naja, du hättest ihn ja nicht gleich Selbstmord begehen lassen müssen. Du hättest ihn ja vielleicht auch Kasachok tanzen können lassen können oder Tarantella. Aber ja, gut, okay. Es war nicht viel Zeit zum Handeln. Aber es war ein unverzeihlicher Fluch. Ich habe impulsiv gehandelt. Mehr nicht. Ich bringe meinen Onkel zur Einsicht. Er kann mich nicht aus meinem Haus verbannen, mir meine Schwester nehmen. Vielleicht muss er sich erst etwas besinnen. Kann ich mit ihm reden? Möglicherweise kann ich die Gemüter ein wenig beruhigen. Vielleicht hast du recht. Na gut, vermutlich ist es besser, wenn ich erstmal verschwinde. Wir sehen uns in Hogwarts. Hm. Rebellion. Na, ob ich da noch was machen kann? Erstmal den Loot einsammeln. Dürfte das Wichtigste sein. Da ist auch noch was. Und vielleicht sollten wir auch erstmal weg ist er. Vielleicht sollten wir auch erstmal ein wenig verkaufen. Was haben wir da noch rumliegen? Ach, guck mal, der schöne Wagen ist kaputt.
Moment, das kriegen wir doch wieder hin. Der schöne Wagen ist kaputt. Heile, heile. Heile, heile Wagen. So, viel schöner. Plautz! Ich sagte Plautz. Oh, der schöne Wagen. Hm, da ist auch nichts mehr zu reparieren, offenbar. Gut, wir verkaufen erstmal. Bei wem eigentlich? Da ist ja gar keiner mehr. Hm, der Krämer ist geflohen. Dann halt nicht. Gut, dann reden wir erstmal mit Sebastians Onkel. Und überzeugen ihn davon, dass die unverzeihlichen Flüche gar nicht was so unverzeihlich er sind. Sich nur. Verzeihung, Mr. Sallow. Was Sebastian getan hat, ist unentschuldbar. Das kannst du unmöglich verteidigen wollen. Nein, nein, es ist nicht unentschuldbar, es ist unverzeihlich. Sebastian und ich sind Ranrocks Anhängern schon früher begegnet. Dieser Kobold hätte Anne getötet. Unsere Familie benutzt keine schwarze Magie. Nicht einmal gegen unsere Feinde. Was Sebastian getan hat, ist unverzeihlich. Dass du Sebastians Verhalten verteidigst, verrät mir alles, was ich wissen muss. Du bist genauso schuldig wie er. Sebastian wird Feldcroft von nun an fernbleiben. Und auch Anne. Unverzeihliche Flüche heißen aus gutem Grund so. Falls einer von euch diesen Pfad weiter beschreitet, falls einer von euch schwarze Magie anwendet, informiere ich sofort den Schulleiter. Naja, man könnte Warum, sie ja... Sebastian? Man könnte sie ja statt unverzeihlich vielleicht unter gegebenen Umständen anwendbar, aber sonst bitte zu unterlassende Flüche nennen. Also das wäre ja zum Beispiel etwas. Oder nur im allergrößten Notfall anzuwendende Flüche. Oder nur... Ihr versteht, was ich meine, ja? Also man muss ja nicht gleich unverzeihlich. Ist er wieder da? Nein, ist er nicht. Gut, was ist... Sprich mit Sebastian in der Krypta. In welcher Krypta? Ach so, in Hogwarts wahrscheinlich, oder? In der Krypta. Nein, wo ist denn Sebastian? Sprich mit Sebastian in der Krypta. Das werde ich tun. Moment. Hier, da. Ich werde jetzt Sebastian erklären, dass... was werde ich ihm denn erklären? Pling. Hier müssen wir lang. Oh, einige von euch haben mir gesagt, dass dieses auf Hochglanz polierte Fußboden hier, dass dieser auf Hochglanz polierte Fußboden wohl etwas zu übertrieben verzaubert ist. Und dass er wohl etwas zu stark glänzt. Aber mein Gott, die haben halt Meister Propper benutzt. Jetzt guck doch mal hin. Meister Propper ist übrigens ein Zauber. Ab in die Krypta. Und zwar gibt es da sogar einen Zauberspruch zu, der lautet wie folgt. Meister Propper, der schmeckt so himmlisch Joghurt leicht. Nee, das war ein anderer Zauber. Hast du meinen Onkel gesprochen? Hab ich. Ich wünschte, ich hätte bessere Nachrichten von deinem Onkel und Anne. Und? Was hat er gesagt? Ich fürchte, er will dich nicht in der Nähe von Feldcroft. Oder Anne. Ich musste verhindern, dass der Kobold meine Schwester tötet. Er wollte mir meinen Zwilling nehmen. Wenn er denkt, dass ich Anne dadurch aufgeben werde, irrt er sich gewaltig. Er hat auch gesagt, er könne den Einsatz von schwarzer Magie nicht dulden. Sollte er hören, dass wir sie benutzen, geht er direkt zu Professor Black. Ha! Dieses Relikt, schwarze Magie oder nicht, wird Anne retten. Den Fluch umkehren. Ich werde Anne nicht verlieren. Ich schicke Anne das Wappen. Dann weiß sie, dass wir uns treffen müssen. Ich kann dir nicht ganz folgen. Ach nichts, nur ein Gedanke. Jetzt bin ich fest entschlossen, die Macht dieses Relikts aufzuspüren. Angst ich spüre in diesem Padawan. Und Angst ist der Weg zur dunklen Seite. Sie führt zu Hass. Und Hass führt zu unsäglichem Leid. Weiß nicht, das kam mir gerade so in den Sinn.
Was meintest du damit, Anne ein Wappen zu schicken, damit sie sich mit dir trifft? Wir hatten unsere Eltern verloren und packten, um zu Solomon zu ziehen. Wir konnten nicht alles mitnehmen. Sie ordnete sorgfältig ihre wertvollsten Besitztümer. Eine Kiste mit Dingen, die sie an unsere Familie erinnerte. Schmuck, Karten, alte Fotos. Sie kam zu ihrem Lieblingsstück, einem handgefertigten Wappen, und reichte es mir, ohne zu überlegen. Das wird dich beschützen, sagte sie. Es ist nicht verzaubert, aber ich trage es immer bei mir. So erreiche ich Anne. Ich werde ihr das Wappen zukommen lassen mit Plänen für ein Treffen. Vorsicht, Sebastian. Dein Onkel könnte es abfangen. Dann fliegen wir von der Schule. Auch wenn Ominous wütend auf uns ist, hat er nichts für seine Familie übrig. Er würde ihre Beziehung zum Schulleiter nutzen, wenn wir seine Hilfe bräuchten. Ich habe irgendwie so meine Zweifel, dass Anne darauf eingeht, aber gut. Dann warte ich, bis ich von dir höre. Danke. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass du mir bei all dem zur Seite stehst. Ich schicke eine Eule, wenn ich mehr weiß. Tue er dieses. So, das wäre dieses. Dann werfen wir noch einen Blick auf die Aufträge. Wir hatten ja noch ein Rendezvous mit Sebastian. Hausbesuch der Wilderer. Schon wieder die Poppy. So, was hatten wir da noch? Triff Sebastian beim Aussichtspunkt. Ach, das ist das mit der Mine. Aber ich würde mal sagen, da sprechen wir erstmal mit Poppy. So, haben wir was Neues bekommen? Taugt nix. Taugt nix. Ist noch verboten, taugt trotzdem nix. So, wir müssen auch erstmal zum Raum der Wünsche, sehe ich gerade. Was haben wir denn da noch? Da haben wir noch was bekommen. Zum Raum der Wünsche und ein paar Sachen identifizieren. Definitiv. So, Aufträge. Aha. Belohnung. Was haben wir da? Etwas Grünes. Nee, da. Auch etwas Grünes. So. Bin verwirrt. Da. Wie sieht denn dieses grüne Etwas aus? Sehr grün. Das dürfte nicht mein Stil sein. Als grüner Kobold laufen wir ja nicht mehr herum. So, erstmal zum Raum der Wünsche. Auf. Dahin geht's. Nein, Deke, ich habe jetzt keine Zeit. Das ist ja gar nicht Deke. Das ist ja jemand anders. Moment, erstmal hier. Dip-Tum-Blätter. Was ist jetzt? Achso, das waren schon wieder Dip-Tum-Blätter. Weg da. Nein. Da. Drei Objekte. Handschuhe, Schal und etwas anderes. Okay, das werden wir uns natürlich angucken. Handschuhe. Welcherlei Handschuhe sind das? Oh, in der Tat. Nehmen wir dann doch lieber die. So. Dann hat man noch einen Schal bekommen, der auch besser ist. Wenn auch hässlich, wie die Nacht. Nein. Hatte ich nicht noch was bekommen? Ah. Nehmen wir auch. Igitt! Pfui Deibel! Ist genau der richtige Zeitpunkt, um mich neu einzukleiden, denke ich. Ich würde sagen, dann gehen wir doch nochmal in grün. Gehen wir doch nochmal in grün. So. In Form schönen Grün. Was haben wir denn hier in Grün? Ehrlich gesagt, nichts Schönes. Naja, das ist Grün in irgendeiner Form.
grün, grün, grün. Hier gibt es gar nichts Grünes. Außer diese unsägliche Mütze. Oder dieser Hut. Oh, der passt jetzt natürlich hervorragend zu meinem Äußeren. Allerdings passt der Umhang nicht so ganz. Einen Augenblick bitte. Das war nicht der Umhang, das war der Umhang. Haben wir noch einen anderen Umhang? Oh ja. Oh ja. Das ist dies, das ist jenes. Was haben wir da? Der Hut ist auch in Ordnung. Die Brille. Ach, heute gehen wir mal als der verrückte Hutmacher. Ich denke, das geht durch. Sieht das gut aus? Weitgehend. Nein, die Brille. Nein, ich kann mich zu dieser Brille nicht durchringen. Ein von Pomperding hat einen Ruf zu verlieren. Nein. So. Dann mal so. Was haben wir hier noch? So, Poppy. Wo bist du, Poppy? Halt, ich muss ja auch noch die... Die findet, sie sollten stolz auf all ihre gebrauten Tränke sein. Bin ich auch, Diek, aber jetzt halt die Kuschen. So, wir wollen das hier, Eigenschaft Verbesserung anzeigen. Was haben wir da für eine Verbesserung? Gar keine. Also keine mögliche. Ich glaube, ich muss mal wieder ernten gehen. Ich habe nämlich keinerlei Zutaten, sehe ich gerade hier. Naja, dafür haben wir was. Hier noch was? Ja, das geht auch. So. Da gibt es nichts? Nein, dafür brauchen wir Federn. Und wir haben keine Federn. So gar keine. So, N. Wo bist du? Da hinten irgendwo. Dann, wo können wir uns denn hier... Da? Da können wir uns hin teleportieren. Abapparieren, Entschuldigung. Geneigter Zuhörer. Wollen hier keine falschen Begriffe an den Zauberer legen. Nein! Und weiter geht es beim nächsten Mal, wenn dieser Schwarzzauber vorbei ist. Bis dann denn, tata, euer Bradbury von Pomperding.